Links sind immer in der Videobeschreibung. Ja, wenn ihr dann also ein Hochgeschwindigkeitsvideo mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen wollt, müsst ihr das Drehrad in diese Stellung bringen und dann im Menü zu dem Menüpunkt mit dem M gehen, also Video plus M. Es gibt ja nochmal das normale Video. Und dann halt auf Hochgeschwindigkeitsvideo 120 Bilder pro Sekunde, Frames per Second. Oder ihr könnt auch 100 Frames per Second einstellen oder ganz ausschalten. 100 Frames per Second konnte die alte FZ1000 auch schon. Bei beiden ist die Besonderheit, dass ihr während der Aufnahme keinen Zoom habt, keinen Autofokus, keinen Ton. Das heißt, ihr müsst vor der Aufnahme schon alles erledigt haben. Also ranzoomen, scharf stellen und dann einfach mit dem normalen Auslöseknopf die Aufnahme starten und auch wieder beenden. Die Videos werden dann in der Kamera schon aufbereitet, sodass ihr sie bei normaler Abspielgeschwindigkeit in Superzeitlupe seht. Ja, also wenn ihr solche Highspeed-Aufnahmen machen wollt, dann braucht ihr auch eine sehr schnelle Speicherkarte, weil da werden ja mit über 100 Megabyte pro Sekunde Daten draufgeschrieben und diese hier kann über 200 Megabyte Schreibgeschwindigkeit, müsst ihr darauf achten. Ne? Die Hersteller geben immer Lesegeschwindigkeit an, das ist aber nicht entscheidend, sondern die Schreibgeschwindigkeit. Diese kann, wie gesagt, über 200, kostet aber trotzdem nur 35 Euro für 32 GB. Ist sehr günstig und ihr seht es auch schon an den Kontakten. Gegenüber einer normalen Speicherkarte links sind hier mehr Kontakte dran. Ja, Link ist in der Videobeschreibung. Ist wirklich sehr günstig für 35 Euro.